Ein Mann sticht auf einem Stadtfest in Solingen plötzlich offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein. Und wir starten deshalb direkt mit diesen aktuellen Bildern aus der Stadt, die gerade einen brutalen Terroranschlag erlebt hat. Ja, und der Albtraum, der ist noch nicht vorbei, denn der Täter ist weiter auf der Flucht. Und unsere Reporter sind natürlich für uns im Einsatz. Daniel Koop steht für uns am Tatort, wo das Stadtfest stattgefunden hat. Henning Hühnerbein steht vor dem städtischen Klinikum, in dem die Verletzten behandelt werden. Und Isabel Finzel liefert uns eine politische Einordnung, auch mit Blick auf mögliche Konsequenzen aus Berlin. Gleich zu unseren Reportern. Wir wollen aber zunächst einen Überblick verschaffen darüber, was genau passiert ist. Ein Angreifer hat gestern Abend um kurz nach 21:30 auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen 3 Menschen mit einem Messer getötet, eine Frau und 2 Männer. Außerdem gibt es mindestens 5 Schwerverletzte. Der Täter, der gezielt auf die Hälse seiner Opfer eingestochen haben soll, der ist weiter auf der Flucht. Achim Unser fasst die Lage zusammen. Großalarm in Solingen in Nordrhein-Westfalen. Die 650-Jahr-Feier der Stadt sollte ein friedliches Festival der Vielfalt werden. Jetzt staut man auch bei den zahllosen Helfern und Polizisten am Tatort in entsetzte und ratlose Gesichter. Eine Frau und 2 Männer starben bei dem Messeranschlag. Es gibt zahlreiche Verletzte. Herbert Reul eilt von seinem Heimatort in der Nähe nach Solingen. Der NRW-Innenminister muss sich selbst erst einmal fassen, bevor er zur Presse sprechen kann. Ja, das ist ein ganz schlimmes Ereignis, was da passiert ist. Und selbst wenn man immer wieder im Kopf hat, in welcher gefährlichen Lage wir leben, haut einen dann sowas doch voll aus den Schuhen. Und im Moment, wenn ich es auf den Punkt bringen will, ist mein Kopf, meine Gefühle bei den Opfern, bei den Familienangehörigen, bei den Angehörigen der Verletzten, und man kann jetzt nur beten, dass diejenigen, die schwer verletzt sind, dass sie das schaffen. Gegen 21:30 in der Nacht auf Samstag hatte der Täter begonnen, wahllos auf Besucher des Stadtfestes einzustechen. Sofort nach seiner Bluttat ergriff er bislang unerkannt die Flucht. Deshalb ruft die Polizei die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Noch gibt es keine Hinweise zur Identität des Mörders. Das ist unser ganz großes Problem. Wir sind tatsächlich immer noch dabei, Zeugen zu vernehmen, anzuhören, Zeugen zu suchen, die irgendwas beobachtet haben. Wir haben tatsächlich noch keine richtig konkrete Personenbeschreibung, was es uns tatsächlich einfacher machen würde. Mit Hochdruck werden Spuren gesucht, Zeugen befragt, die aber noch unter Schock stehen. Dass der Täter Arabisch gesprochen haben soll, kann die Polizei bislang nicht bestätigen. Sicher sei aber, so der Innenminister, es war ein Anschlag. Das Vorgehen spricht nicht dafür, dass da einer verrückt durch die Gegend gelaufen ist und dann, der wäre ja auch weitergelaufen, sondern der hat ja gezielt Menschen angegriffen und auch auf die Körperteile gezielt, wo das Wirkung zeigt, und ist ja dann auch verschwunden. Mit Hubschraubern wird in der Nacht die nähere Umgebung abgesucht, Straßensperren werden errichtet. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Jubiläumsfeier von Solingen, die gerade erst begonnen hatte, wurde komplett abgesagt. Und die Lage besprechen wollen wir jetzt nacheinander mit unseren Reportern Daniel Koop, Henning Hühnerbein und Isabel Finzel. Und wir starten damit Daniel direkt am Tatort. Daniel, eine Stadt, die erwacht nach dem Messeranschlag, und du konntest bereits mit mehreren Menschen sprechen. Wie erlebst du denn die Stimmung am Morgen danach? Also ich würde das so beschreiben, dass wir eigentlich hier 3 Gefühle die ganze Zeit ja mitgeteilt bekommen. Auf der einen Seite natürlich eine absolute Fassungslosigkeit, eine Trauer, dass sich so etwas hier ereignet in Solingen. Das war ein Stadtfest, auf das man sich hier unheimlich gefreut hatte in der Stadt. 80.000 Menschen sollten hier am Wochenende zusammenkommen. Und dass hier wirklich Menschen ums Leben gekommen sind, dass Menschen jetzt hier noch um ihr Leben bangen, das macht die Menschen hier ja fassungslos. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es eine gewisse Sorge auch noch in der Bevölkerung gibt. Denn wir haben es ja eben auch gehört, der Täter, der ist noch immer auf der Flucht. Niemand weiß, wo sich dieser Täter aktuell aufhält. Das große Problem ist wohl, und das haben wir eben von der Polizei auch gehört, es gibt in der Tat keine richtige Personenbeschreibung. Also das macht die Menschen hier vor Ort unsicher. Und ich kann aber auch beschreiben, ich habe mich eben mit einem Herrn hier auch unterhalten können, es gibt auch eine gewisse Wut, dass sich so etwas hier ereignet hat. Eine gewisse Wut, dass schon wieder Messer eingesetzt wurden. Eine
eine gewisse Wut. Auch das haben wir gehört, dass es hier vielleicht, man muss hier noch ganz vorsichtig sein an diesem Vormittag, dass es hier vielleicht in irgendeiner Weise auch ein religiöses Motiv vielleicht gegeben hat. Also auch diese Fassungslosigkeit, diese Wut und die Trauer, so würde ich das Ganze hier beschreiben, das bekommen wir hier an diesem frühen Morgen mit. Also viele Emotionen am Morgen danach. Und du hast sie eben schon angesprochen, kurz angesprochen, die Ermittlungsarbeit. Was macht denn die Ermittlungsarbeit aktuell so besonders schwierig? Immerhin hat die Polizei ja bis weit nach Mitternacht gebraucht, um sich überhaupt einen Überblick über die chaotische Lage zu verschaffen. Ja, also diesen Überblick, den hat man sich in der letzten Nacht verschafft und die Ermittlungsarbeit natürlich auch hier vor Ort. Ich befinde mich ja nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Die geht natürlich hier an diesem Morgen auch weiter. Aber was ich gerade schon gesagt habe, das ist das große Problem. Es gibt eigentlich keine richtige Personenbeschreibung. Und wie sich das gestern Abend abgespielt hat, absolut brutal und wohl auch sehr, sehr schnell. Ja, es waren sehr viele Menschen vor Ort, die da auch etwas mitbekommen haben. Man schaut sich jetzt Videomaterial auch noch einmal genau an. Wir können uns mal anhören, was der Sprecher der Polizei hier am Abend auch noch gesagt hat zu den aktuellen Ermittlungsarbeiten und wie die Polizei jetzt auch vorgeht. Ja, wir haben gegen 21.37 Uhr auf der Einsatzleitstelle in Wuppertal mehrere Anrufe von Zeugen bekommen, die uns mitgeteilt haben, dass eine Person, vermutlich bewaffnet mit einem Messer, wahllos Personen angegriffen hat, schwer verletzt hat. In der Folge müssen wir jetzt leider resümieren, dass wir im Augenblick tatsächlich drei tote Opfer zu beklagen haben und mindestens vier Schwerverletzte. Die Zahl der Schwerverletzten ist im Augenblick noch nicht genau gesichert. Das könnten auch fünf sein, aber wir sind jetzt noch in so einer Phase, wo wir uns um Opfer und um Zeugen kümmern. Und von daher müssen wir da mal noch genau schauen, wie die Zahlen nachher tatsächlich aussehen. Ja, das ist unser ganz großes Problem. Wir sind tatsächlich immer noch dabei, Zeugen zu vernehmen, anzuhören, Zeugen zu suchen, die irgendwas beobachtet haben. Wir haben tatsächlich noch keine richtig konkrete Personenbeschreibung, was es uns tatsächlich einfacher machen würde. Und deshalb kommt jetzt auch mein ganz, ganz dringender Appell, dass sich möglichst alle Menschen, die zu dieser Zeit am Tatort waren, Fotos gemacht haben, Beobachtungen, Videos, egal was oder irgendwas gehört haben von irgendwem, sich an die Polizei Wuppertal melden, damit wir tatsächlich die notwendigen Puzzlestücke, die wir noch brauchen, zusammensetzen können, um dann wirklich in eine zielgerichtete Fahndungslage überzugehen. Im Augenblick sind wir auch mit starken Kräften in Solingen. Wir haben wirklich ein Großaufgebot an Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, die auch die Straßen sichern. Wir haben auch einen neuralgischen Punkt, man sieht es ja um uns herum auch Straßen abgesperrt. Nichtsdestotrotz, es wäre besser, wenn wir Personenbeschreibungen bekommen, damit wir da jetzt endlich in die klare Fahndung reingehen können. Zur Motivlage schließe ich direkt an, können wir deshalb auch überhaupt noch nichts sagen, weil wir über die Person nichts sagen können und es ist auch nicht zur Motivlage gefallen am Tatort. Und damit wollen wir schauen zu Henning Hühnerbein. Er steht vor dem städtischen Klinikum in Solingen, in dem aktuell die Verletzten und sogar Schwerverletzten behandelt werden. Hallo Henning. Der Angreifer hat seinen Opfern also gezielt in den Hals gestochen. Wie schwierig ist es denn bei solchen schwerwiegenden Verletzungen nun ja auch die Versorgung und auch das Retten von weiteren Leben? Ja, über den genauen Gesundheitszustand der fünf Schwerverletzten, da wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht viel. Was wir aktuell wissen, ist, dass sie in den umliegenden Krankenhäusern, wie hier hinter mir, gerade kämpfen. Die Ärzte und das Personal kämpfen mit Hochdruck, um das Leben zu retten. Der Zustand einiger Opfer muss jedoch kritisch sein, das müssen wir ganz ehrlich ansprechen. Vor allem, weil der Täter gezielt auf den Hals der Opfer eingestochen hat. Eine Region des Körpers, die besonders empfindlich ist und in der lebenswichtige Blutgefäße und auch Nerven verlaufen. Die Verletzungen sind also sehr ernst im Hals. Wenn wichtige Arterien beispielsweise getroffen wurden, dann ist die Überlebenschance leider äußerst gering. Bei Messerstichen in den Hals tun Sanitäter und Ärzte alles, um die Blutung erstmal überhaupt stoppen zu können. Und um die Patienten dann stabil zu halten. Oftmals ist es in solchen Fällen notwendig, die Betroffenen in ein künstliches Koma zu versetzen.
Danke, Henning Hühnerbein, für all die aktuellen Einschätzungen und Informationen. Und ja, wir haben es gehört, der Angreifer ist sehr brutal vorgegangen. Umso wichtiger ist es ja auch, ihn zu finden. Und da bittet die Polizei auch um die Mithilfe der Bevölkerung und hat deshalb ein Hinweisportal freigeschaltet. Unter www.nrw-hinweisportal.de können Zeugen des Geschehens Hinweise zur Tat oder auch dem Täter abgeben und auch Handyfotos und Videos hochladen. Und bei mir im Studio ist nun der Sicherheitsberater Malte Ruschinski. Hallo, guten Morgen, Malte. Wie konnte denn der Täter aus deiner Sicht entkommen und was macht diese Fahndung, diese Großfahndung denn jetzt so schwer? Ja, das Problem, was wir jetzt hier gesehen haben, wie es die Polizei auch schon gesagt hat, ist, dass es keine richtige Täterbeschreibung gibt. Das heißt, es gibt keine zuverlässigen Aussagen darüber zum Aussehen konkret des Täters. Es wird gemunkelt, habe arabisch ausgesehen. Ja, was heißt das schon? Das heißt, damit kann man nicht viel anfangen. Und das ist das Hauptproblem. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ist der Täter noch in Bewegung? Das heißt, hangelt er sich von Versteck zu Versteck oder befindet er sich an einem festen Ort, vielleicht in einem Art, in einer Art sympathisierendem Umfeld? Das muss jetzt geschaut werden und das bestimmt ja auch, wie die konkrete Fahndung aussieht. Und ja, da wird jetzt alles überprüft. Digital kann man jetzt noch nicht viel machen, weil man noch nicht weiß, wo man da schauen muss. Theoretisch ist es möglich, in einer bestimmten Funkzelle bestimmte Mobiltelefone zu identifizieren, die sich dann vielleicht in bestimmte Richtungen bewegt haben. Aber dazu liegen einfach zurzeit viel zu wenige Hinweise vor. Umso wichtiger sind jetzt die Zeugenaussagen und auch Handyvideos, zu denen jetzt aufgerufen wird. Und du hast es eben schon gesagt, es ist nicht bestätigt. Der Mann soll arabisch gesprochen haben, soll arabisch aussehen. All das sind Zeugenaussagen, die nicht bestätigt sind. Aber wenn du dir die Gesamtlage des Vorfalls anschaust, kannst du schon etwas zu einem möglichen Hintergrund, zu einem Motiv sagen, etwas ableiten? Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Art von Tatablauf dem entspricht, was wir als Modus operandi auch gesehen haben bei bisherigen Anschlägen. Zum Beispiel auch islamistisch motivierten Anschlägen. Das ist tatsächlich so. Es ist nicht die einzige Art, wie zum Beispiel in bestimmten einschlägigen Medien dazu aufgerufen wird, solche Anschläge zu verüben. Also in dschihadistischen Kreisen gibt es einige Publikationen, es gibt Podcasts und so weiter, wo sowas auch vor Monaten schon diskutiert wurde. Und die Nutzung von Messern für solche Taten ist natürlich eines der präferierten Mittel. Es gibt eben auch aber andere Möglichkeiten. Also zumindest das deutet darauf hin. Allerdings ist diese Art von Vorgehen nicht unbedingt ideologisch beschränkt. Das heißt, es könnte auch sein, dass andere Tätergruppen sich das anschauen. Zunächst einmal deutet es aber in diese Richtung. Dennoch müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, aufgrund der kargen Informationslage zu diesem Vorgehen und zum Täter, da jetzt vorschnell Zuschreibung zu machen. Aber natürlich wird sicherlich auch in diese Richtung ermittelt. Und die Zahl der Messerangriffe, die nimmt in letzter Zeit zu. Es schlagen immer wieder Täter mit Messern zu. Und natürlich, ja, der Täter ist jetzt auf der Flucht. Und da bleibt jetzt auch das Gefühl der Unsicherheit bei der Bevölkerung. Wie sicher sind denn solche Stadtfeste? Wie gut sind solche Stadtfeste gesichert aus deiner Sicht? Das ist das Problem. Das handelt sich aus sozusagen terroristischer Sicht um sogenannte weiche Ziele. Das heißt, das sind große Menschenmengen, die aus bestimmten Anlässen zusammenkommen. Ob das jetzt ein Konzert ist, wie das jetzt beim Stadtfest der Fall war, oder ob das allgemeine Feiern sind. Diese Mengen sind sehr, sehr schwer abzusichern gegen verschiedene Arten von Anschlägen. Vor einigen Jahren gab es den Trend, dass mit Fahrzeugen zum Beispiel wie am Breitscheidplatz 2016 in eine Menschenmenge gefahren wird, damals beim Weihnachtsmarkt. Also hat man angefangen, Zufahrtsschutzpoller einzurichten. Die werden in dem Moment unwirksam, wo sich Täter überlegen, nö, dann mache ich das jetzt halt anders. Zum Beispiel mit einem Messer in eine Menge gehen. Und das ist kaum zu verhindern, denn man kann nicht wirklich kontrollieren, großflächig kontrollieren, ob jemand ein Messer dabei hat. Das ist sehr, sehr personalaufwendig und das ist sehr einfach, sehr billig, sehr preisgünstig und mit sehr wenig Vorbereitungszeit solche Taten durchzuführen. Deswegen ist es sehr schwer, da eine Prävention zu finden. Also es ist eine dynamische Lage, es entwickelt sich viel. Der Täter ist weiter auf der Flucht, es werden Zeugen gesucht. Das Motiv ist weiterhin unklar, die Hintergründe sind unklar. Vielen Dank für eine erste Einordnung an Malte Ruschinski, Sicherheitsberater. Danke. Vielen Dank. Ja, und auf die politischen Reaktionen möchte ich nun gemeinsam mit Isabel Finzel schauen. Für uns ist sie in Berlin. Isabel, die Politik diskutiert ja aktuell über ein verschärftes Waffenrecht und auch über Messerverbote rund um einen Vorschlag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Was könnten denn nun die Konsequenzen sein nach dem jüngsten Anschlag?
Die Innenministerin Nancy Faeser hatte erst vor wenigen Wochen eine Verschärfung des Waffenrechts angekündigt, mehr Messerverbote, nachdem wir eine ganze Reihe an Messerattacken gesehen haben. Im vergangenen Jahr gab es 9000 Fälle von schwerer und gefährlicher Körperverletzung, bei denen ein Messer eingesetzt wurde. Ja, und das sind nur die Fälle, die der Polizei bekannt geworden sind. Wir hatten Ende Mai diesen ja furchtbaren Messerangriff in Mannheim, bei dem ein Afghane auch einen Polizisten auch in den Hals eben gestochen hat. Der Polizist ist daraufhin verstorben. Die Innenministerin hatte nun angekündigt, es sollen künftig in der Öffentlichkeit nur noch Messer mitgeführt werden dürfen, bis zu einer Klingenlänge von 6 cm. Bislang sind bis zu 12 cm erlaubt. Aber ich glaube, an der Stelle muss man auch einmal dazu sagen, eine Tat, wie wir sie jetzt in Solingen gesehen haben, hätte das vermutlich, selbst wenn es das Gesetz jetzt schon geben würde, sicherlich nicht verhindert. Wir haben die aktuelle Debatte rund um Waffenrechtsverschärfungen noch einmal in einem Beitrag zusammengefasst. Wieder ein Messerangriff, wieder unschuldige Opfer. Eigentlich herrschte ausgelassene Stimmung beim Solinger Stadtfest. Doch dann sticht ein Mann scheinbar wahllos auf Menschen ein. Mehrere erliegen ihren Verletzungen. Immer wieder kommt es zu solchen Messerangriffen in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen, bei Festen. Innenministerin Nancy Faeser will deswegen das Waffenrecht verschärfen. Zustimmung kommt von ihrer SPD. Wir haben doch eine Häufung von gerade auch jungen Tätern, oft auch in Nähe von Bahnhöfen, im öffentlichen Raum. Und die Verfügbarkeit der Messer macht diese Person teilweise zu tickenden Zeitbomben. In der Öffentlichkeit sollen laut Innenministerin künftig nur noch Messer bis zu einer Klingenlänge von 6 cm mitgeführt werden dürfen. Bisher sind bis zu 12 cm erlaubt. Für gefährliche Springmesser soll es ein generelles Umgangsverbot geben. Hier gelten bislang Ausnahmen. Bereits vollständig verboten, ohne Genehmigung, sind etwa Butterfly-Messer, Fallmesser und Faustmesser. Zusätzliche Messerverbote sind überfällig, findet die Deutsche Polizeigewerkschaft. Das alleine reiche aber nicht. Wenn die Staatsanwaltschaften Verstöße nicht anklagen, sondern einstellen und wenn die Gerichte Urteile sprechen, die von den Angeklagten eher als Freispruch erster Klasse empfunden werden und wenn die Ausländerbehörden sich nicht in solche Strafverfahren einblenden und Messerverstöße dann auch zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führen. Wenn das alles nicht passiert, dann kann man Gesetze machen, wie man will. Grundsätzlich befürworten viele, den Umgang mit Messern mehr einzuschränken. Ich habe auch schon öfter mal Bekanntschaft machen dürfen mit Leuten, die dann einmal Messer gezogen haben. Deswegen wäre ich da eigentlich relativ offen, beziehungsweise würde es begrüßen. Jeglichste Art von Kriminalität mit einem Messer gehört verboten und unterboten und verhindert. Und zwar verhindert durch eine andere Politik. Also das Verbot alleine reicht natürlich nicht. Es muss konsequent verfolgt werden. Und die mutmaßlichen Täter müssen wissen, was ihnen dann wirklich droht. Innenministerin Faeser spricht sich auch für mehr Waffen- und Messerverbotszonen aus. Damit hätte die Polizei immerhin mehr Kontrollmöglichkeiten. Doch ob das Attentate wie das in Solingen wirklich verhindern könnte, ist fraglich. Ja, eine Debatte, die sich nach dem Anschlag in Solingen wohl noch verschärfen dürfte. Isabel, gibt es denn weitere Reaktionen aus der Politik? Die Politik zeigt sich schockiert nach dieser sinnlosen Tat in Solingen. Wir haben ja eben schon auch einen NRW-Innenminister Herbert Reul gesehen, der sichtlich erschüttert war. Und auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich geäußert. Er schreibt, Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint. Er spricht von einem Akt brutalster, sinnloser Gewalt, das unser Land ins Herz getroffen habe. Ganz Nordrhein-Westfalen stehe an der Seite der Menschen in Solingen, vor allem an der Seite der Opfer und ihrer Familien. Beileidsbekundungen, die wir eben auch hören, die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler, die auch selbst aus Nordrhein-Westfalen kommt, auch sie hat sich geäußert, schreibt schrecklich, grauenhaft, was in Solingen passiert ist. Wünsche vor allem, dass die Opfer dieses fürchterlichen Anschlags überleben und den Angehörigen viel Kraft. Ja, von Seiten der Bundesregierung gibt es bislang noch keine Reaktion. Wir gehen aber davon aus, dass das im Laufe des Tages noch folgen wird. Ja, also viele Emotionen und viel Betroffenheit, wo der Ruf nach Konsequenzen jetzt wohl lauter werden wird. Danke, Isabel Finze, für all die Einordnung.